Hey, Scheiße, willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Rechain of Memories. Ja, heute mal eine Nach-der-Arbeit-Aufnahme. Wir haben jetzt 4 Uhr nachmittags, draußen dödelt noch die Sonne vor sich hin. Wir haben ja mittlerweile, unser Tag ist ja mittlerweile ein bisschen länger geworden, schönerweise. Somit habe ich auch nochmal tatsächlich mehr Motivation, irgendwann nochmal tatsächlich aufzunehmen. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, es ist zum Kotzen, wenn du nach Hause kommst und es ist schon halbwegs dunkel. Da sagt dein Körper auch irgendwann so, du bist müde, geh zur Ruhe, geh sterben. Das meint so mein Körper dann immer und der sagt dann immer so, das ist richtig schlimm ist das. Übrigens, wir haben heute den 1. April, wann ihr das hier seht, höchstwahrscheinlich Mitte, Ende April, so wie ich mich kenne. Ja, ich habe kein April-Scherzvideo gemacht, ich finde die überhaupt nicht witzig, ich weiß auch nicht. Liegt vielleicht mit daran, dass ich damals, wenn 1. April war in der Schule, war halt Mobbing ein bisschen härter als sonst. Und ja, damals gab es auch für mich solche Probleme. So, wir haben auch letztes Mal eine neue Kombi rausbekommen, nämlich, das möchte ich euch mal zeigen, wir haben jetzt ja den Feuerwurf. Na? Finde ich viel cooler. Ich habe schon wieder vergessen, dass ich das Ding habe. Bam. Ja, das Gute ist, diesmal sind es so Zipper, die sich durch Blitz heilen. Kann uns egal sein, weil wir Blitz noch gar nicht haben. Blitz kommt erst viel, viel später, meine Freunde. Wow. Goofy Galore. Das Problem ist, es trifft überhaupt nicht. Jetzt hat's getroffen. Und es hat offenbar doch mehr vernichtet, als ich erwartet habe. Gut, hier möchte ich mich eigentlich gar nicht groß aufhalten, weil, ja. Ich habe, wie ich schon gesagt habe, ich habe mich wie gefühlt ein bisschen überlevelt wegen Dummheit. Und, von daher werde ich jetzt erstmal zusehen, dass ich vielleicht ein, zwei Kämpfen aus dem Weg gehe. Vielleicht Raumkarten benutze, die ich nicht unbedingt nutzen würde. Weil ich möchte nicht derb überlevelt sein. Das ist irgendwo lame. Wobei ich trotzdem sagen muss, der Kampf gegen Hades war trotzdem heftig. Oh, eine Potion. Geh weg. So, was ist hier? Ja, hier müssen wir hin. Gut, jetzt können wir jetzt mal ein paar von den Karten ausgeben, die wir jetzt haben. So, eine 8 hauen wir da rein. Da hauen wir eine 6 rein. Genau, irgendwo eine 6 rumfliegen. Ne, Premium-Raum ist mir dafür zu selten. Da bin ich geizig. Hier, komm. Schwarze Funkis sind jetzt auch nicht unbedingt die seltensten Ficker. Zumindest nicht so krass selten. Hier, mach auf die Tür. Ich fühle mich immer noch wie ein Riesen-Bulldozer, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, wir sollten das jetzt endlich mal vergessen. Ich sollte das vergessen. Ihr habt es wahrscheinlich schon vergessen. Es ist 2 Parts her. Geppetto! Ich habe das Gefühl, Jiminy hat bei mir jedes Mal eine andere Stimme, weil ich mich nie erinnern kann, wie ich ihn gesprochen habe. An alle anderen erinnere ich mich. Vor allem an Jafar, dass er Russe war. Putzblitz, das ist ja Jiminy die Grille. Wie seid ihr denn hier reingekommen? Gute Frage. Wie landet ein Uhrmacher im Magen eines Wals? Tja, lange Geschichte. Es fing damit an, dass ich Rosinen kaufen wollte. Und dann war mein Wagen endlich leer. Und dann habe ich mit Karte bezahlt. Ich glaube, ich bin geschädigt. Du bist denn sägestochen, um Pinocchio zu suchen? Und Monster hat dich verschluckt? Das war es wert. Ich habe meinen Sohn gefunden. Aber jetzt kommt ihr hier nicht mehr raus, stimmt's? Muss echt furchtbar sein, im Monstros Magen festzusitzen. Hauptsache, ich hab meine Rosinen. Pinocchio und ich sind zusammen. Ja, das ist das Wichtigste. Und Rosinen. Ohne ihn kann ich nicht leben. Es gibt noch nichts Schöneres, als mit seinem lieben Verein zu sein. Und Rosinen.
So geht's mir auch, Geppetto. Was hast du nochmal gesagt, Kleiner? Mir ist egal, ob ich hier feststecke, solange nur mein Pinocchio da ist. Er ist so ein lieber Junge. Und er mag keine Rosinen. Aber er schwindelt immer noch. Und du siehst dann... Super schlecht. Ach, Jiminy, du sorgst dich zu viel. Ist eine Rosine. Apropos Pinocchio, wo steckt er? Ey, Mann, hier, wo ist er diesmal hin? Wahrscheinlich auf Erkundungsgang. Dieser Junge hat schon fast jeden Zentimeter von Monstro erforscht. Er verrät mir nicht, warum. Ich habe ihm gesagt, dass das gefährlich ist, aber vergeben. Dieser Junge ist schwierig. Sora, wenn ich bitten darf. Schon klar, ich weiß, wir sollten dir helfen, um ihn zu finden, oder? Na los, Leute. Bing! Sora lernt Sportsfreund. Wait, what? Cool. Ich habe einen Double Jump. Warum habe ich plötzlich einen Double Jump? Ja, okay, wir haben ja damals hier in, im Monster in Kingdom Hearts 1 ja auch den Double Jump erlernt. Gut, dass ich weiß, wie man den macht. Wie mache ich den? Scheiße. Warte mal. Raumkarten, Weltkarten, Status. Sportsfreund, hier. Moment, springe ich jetzt einfach höher? Ja, ich springe jetzt einfach höher. Okay. Gut, ich springe einfach höher. Was ist hier? Wahrscheinlich der Goldraum, wa? Ja, ficke du dich. Das, mit dir möchte ich nichts mehr am Hut haben. Ich habe solche Karten eh nicht. So einen Luxus habe ich nicht. Was glaubt da einer, der mir leisten kann oder was? Ach guck mal, wir können auf direktem Weg dahin. Ich weiß nur noch nicht ganz, ob ich das möchte. Weil ich weiß genau, was mir da bevorsteht. Kann ich da noch was draus machen? Oder schaffe ich das? Ach, wisst ihr was, ich schaffe das so. Ich bin zuversichtlich. Ich weiß, was auf mich zukommt und ich weiß, dass ich das schaffen kann. So, genau. Ach ja, stimmt. Hier haben wir ja den friedlichen Schatz. Hier haben wir den Feuerdingswurf bekommen. Wir springen jetzt echt höher. Wie cool. So, was brauchen wir denn? Eine rote und etwas, was weniger als 5 ist. Haben wir irgendwas Wertloses? Wir haben hier eine 2. Und geringer als 5. Nennen wir mal die Allmächtige, weil Allmächtige Dunkelheit ist Bullshit. So. Ich hasse Allmächtige Dunkelheit. Allmächtige Dunkelheit ist so ein Ranz. Warum sollte ich eine Karte nehmen, die mir nichts zu bieten hat, aber meine Gegner jede Karte um 2 sich erhöht? Auf späteren Etagen haben sie einfach mal dann 9er Karten. Oh! Und zwar kontinuierlich. Das ist nervig. Pinocchio, du Lümmel! Du weißt doch, dass sich dir Pato Sorgen macht, wenn du dir allein rumnörst. Jiminy war auch besorgt. Tut mir leid. Was machst du hier überhaupt? Suchst du was? Ich suche einen Heimschatz. Bleff! Auf Kauf! Nicht schon wieder. Aber Jiminy. Sei doch nicht so streng mit dem kleinen Jiminy. Wir versprechen dir, nicht böse zu werden, Pinocchio. Willst du es uns deshalb nicht sagen? Keine Angst. Sag uns die Wahrheit. Vertrau Goofy. Ja, also Goofy würde ich sowieso vertrauen. Davon mal abgesehen. Ich habe einen Ausgang gesucht. Vater sagt, er sei glücklich, aber es ist meine Schuld, dass wir hier sind. Ich hätte nicht weglaufen dürfen. Ich möchte, dass Vater wieder in seine Werkstatt kommt. Aber wenn ich ihm das sage, macht er sich nur Sorgen. Ist klar, da dachtest du also, du würdest lügen. Hast du es getan, weil du ihn liebst? Jetzt brauchst du nur Mut. Was? Sag dir Petto die Wahrheit. Mit etwas Mut schaffst du das. Wenn du ihm ehrlich sagst, wie du dich fühlst, hilft er dir sicher, einen Ausweg zu finden. Und wir helfen dir auch. Wirklich? Ihr helft uns? Okay, ich versuch's. Drück mir die Daumen, Jiminy. Und fortan bitte keine Geheimniskrämerei mehr, einverstanden?
klar, ich werde Vater immer ehrlich sagen, wie es mir geht. Diesmal werde ich nicht lügen. Klasse, dann willst du deine Nase auch nicht mehr. Nee, dafür haben wir jetzt andere Probleme. Ja, so ein gutes Gefühl. Oh, Scheiße. Du bist noch hässlicher, als ich dich in Erinnerung hab. Ich bin gefangen! Bitte was? Ja, dieser Ficker ist ein Problem. Wenn ich euch einmal ganz kurz die Situation schildern darf. Wir sind hier höchstwahrscheinlich im Monstrous Magen. Das bedeutet, das, was ihr hier da so schön rumseht, ist nicht unbedingt gut für unsere Gesundheit. Das ist Magensäure und kann ganz schön wehtun. Ja, das habe ich gut gemacht. Die Plattformen nebenbei sinken übrigens auch noch. Und ich mache meinen Move natürlich genau, während ich in der Säure stehe. Das Gute ist, ich merke gerade, ich kann die gut stechen eigentlich. Aua. Ich sollte nur nicht so nah dran stehen. Oh, das ist gut. Die Karte will ich. Gib mir die. Mach! Die gibt uns nämlich eine große Plattform. Und das ist manchmal mehr wert als alles andere. So, komm. Scheiße, ich glaube, ich hätte hier früher hingehen sollen. Der hat viel zu viel Leben. Der hat viel zu viel Leben, der Ficker. Oh, aber da ist wieder die Karte. Die will ich haben. Oh, er droppt Energie. Okay. Ich bin so ein Depp. Jetzt habe ich mich richtig verschossen. Ich muss unbedingt aufhören, die beiden Potions direkt nebeneinander zu packen. Shit. Das Problem an ihm ist, er hat noch einen anderen Move, den ich nicht unbedingt erst erscheinen lassen will. Nämlich kann auch dafür sorgen, dass diese Plattformen noch kleiner werden. Noch kleiner, als sie ohnehin schon sind. Das Praktische an der Sache ist, er hat nicht sonderlich hohe Karten. Ergo, wir können all seine Angriffe ziemlich gut stechen. Und ich habe gerade mega Glück, was diese Karte angeht. Die einfach mal die Plattform quasi negiert. Also rein theoretisch habe ich hier jetzt gerade mehr Glück als Verstand. Ja, das ist eine 9. Kann er stechen. Wird er wahrscheinlich... Oh, oder auch nicht. Er kommt gar nicht erst dazu. Donut blitzt ihn einfach zu Tode. Er hat ihn einfach weggedönert. Alter Schwede. Dem, wie habe ich einen Haken gegeben? Bin auch froh drüber. Das Ding ist eine Qual, ey. Eine Qual im Wal. Parasititakel oder wie auch immer das Ding heißt. Marinade. So erinnert mich an. Das Ding erinnert mich das Ding ein bisschen. Mich hat man aus Legend of Zelda abgeholt. Man sagt, ich krieg hier Rabatt. Hilfe, ich hab Angst. Pinocchio, sei tapfer. Komm schon, hab mal Eier. Wie? Naja, du bist eine Puppe. Ergo, glaube ich nicht wirklich, dass du Eier... Okay, vergiss das. Gib nicht auf, versuch dich da rauszukämpfen. Sei tapfer. Ich versuch's. Genki-Dama! Alter, er hat einfach einen Herzlosen zerkloppt. Und nicht mal einen kleinen. Pinocchio, alles in Ordnung? Keine Angst, alles in Ordnung. Bin bloß ein bisschen klebrig. Aber ich habe eine tolle Idee. Der Herzlose hat sich ausgespuckt, als er Rabatz machte. Das könnte doch auch beim Monstro klappen. Natürlich, mit etwas Glück hustet uns Monstro aus. Oder kackt uns aus. Ne, bitte. Tolle Idee, bringen wir es in sein Inneres vor und probieren's. Hauen wir auf sein Innereien rum. Ich komm mit. Nein, zu gefährlich. Komm schon. Du sollst bei Geppetto sein. Was nützt Monstro zu entkommen, wenn ihr wieder getrennt werdet? Überlasst das uns. Wahrscheinlich habt ihr recht. Seid vorsichtig.
Innereien kloppen! Ich nehm die Milz! Oh Mann. Stellt mal wirklich vor, ihr würdet... Boah, nee, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. So, wo sind wir, wo müssen wir hin? Einmal ganz durch. Der einzige Weg führt hier durch. Alles klar. Geht klar, das krieg sogar ich hin. Da hab sogar ausnahmsweise mal ich genug, ihr wisst schon. Im Grunde ist er jetzt, unser Parasitpenis, dann nämlich auch sogar der Boss gewesen. Aber das geht gleich noch ein bisschen weiter. Ich habe vergessen, Cloud reinzunehmen. Ich hätte gern Cloud drin, aber der ist zu teuer. Ihr guckt mal, selbst eine 4-Karte, also eine Stufe 4-Karte, kostet 31 KP. Vergleichen wir mal, eine Level 7 Genie kostet einfach mal fast genauso viel. Nur, dass Cloud einfach mal locker gestochen werden kann, es sei denn, ich benutze ihn innerhalb einer Combo. Gegenwärtige Feindkarte des Gegners sind garantiert gestochen. Ja, das ist ganz nice, aber im Grunde auch nicht. Erhöht die Durchschlagskraft aller Angriffstaten, wenn deine eigene HP niedrig sind. Das ist Berserker heißt das Ganze, glaube ich, und ist sogar ziemlich effektiv. Also ich habe das mal benutzt und es tut weh. Das Schlagtempo ist auch nicht schlecht. Kostet aber auch 55, Digga. Sieht aus wie Krösus oder was? Kartenkrösus. Als ob ich die Punkte dafür hätte. Komm, so gerade mal damit klar. Aber ich hätte gerne Cloud im Deck, also da werde ich definitiv auch nochmal drauf. Au! Oh, weil ich habe mir heute auf der Arbeit richtig schön ein Stück Haut aus dem Finger geprügelt. Und es tut weh. Oh Gott. Au, au, au. Hä? Warte mal. Bin ich doof? Nerv mich nicht, Kleiner. Wo soll ich denn hin? Hä? Was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Muss ich da hoch? Ach so, ja, stimmt. Ich war da oben ja noch gar nicht. Ich habe echt den Orientierungssinn einer Kartoffel. Ich glaube, selbst Zorro findet sich besser zurecht als ich. Springen wir mal in den Premium-Raum. Kloppen ein paar Gegner. Weil das ist eigentlich das... Das ist so ein Raum, wo ich sogar alle Gegner besiegen möchte. Allein wegen dem Premium-Bonus. Schlicht und ergreifend meine Deckkapazität ein bisschen erhöhen können. Das Witzige war, ich wusste damals, wie cool das Ding kann Stopp machen. Das ist ja cool. Ich wusste damals in der GBA-Version nicht, was das Ganze bringt. Also hier, ihr wisst schon, Premium und so. Ich habe immer gedacht, das hätte im Grunde keinen wirklichen dollen Effekt. Jetzt im Nachhinein weiß ich, das Ding ist ziemlich unverzichtlich, fast schon. Was? Okay, ihr haltet euch durch sämtliche Arten von Magie. Blöde Viecher. Fuck off! Muss mir irgendwann die Nummern mal merken. Da war kein Premium bei. Zu schade. Aber ein Level Up. Eins hoch! Ich brauche ein bisschen mehr Vitalität. So langsam tun die Gegner doch weh. Möchte ich ungern zugeben. Aber die tun langsam weh. Ich mag ja diese Flugteile hier. Ich finde die so cool vom Aussehen her. Nee, das ist... Warte, bringt das was? Das bringt was. Die Grünen kann ich nur nicht mit Feuer angreifen. Wieder kein Premium bei, oder? Wieder kein Premium. But I want some. Gib. Königsanhänger 5. Ja, doch, nehme ich hin. Kann man verticken. Das war auf jeden Fall ein schöner Crit. Der hat einmal alle getroffen. Komm mal her. Was mich halt ein bisschen stört, ist, dass die Feindkarten, die sind einfach unglaublich teuer. Der was? Piss off. Meine Karten werden hier nicht gestochen. Ich stech dich ab. Mit einem Schlüssel. Was willst du dann tun, hä? Ich sollte das mal aktivieren. Vielleicht kriege ich dann auch tatsächlich mal Premium. Oh, ein friedlicher Schatz. Warum eigentlich nicht? Bislang noch kein einzigen Premium.
keine Premium-Chance. Das wäre ätzend. Hat er mich jetzt gesehen? Habe ich den getroffen oder ist das einfach an ihm zerschellt? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Oh ne, keine Vita-Zipper. Ihr zieht ab. Ich weiß gar nicht, ob die hier wirklich Zipper heißen, aber in irgendeiner Version hießen sie Zipper. So, jetzt kein Feuer. Hier ist kein Feuer-Spam. Hä? Hat er mich jetzt gerade mit einer 2 gestochen? Oder habe ich jetzt gerade einen Knick in der Optik gehabt? Das sah aus, als hätte er mich mit einer 2 gestochen. Das war merkwürdig. Kann doch nicht wahr sein hier. Komm schon. Hier zwei. Hat das jetzt getroffen? Ich glaube nicht. Doch. Ich muss mal ernsthaft meine Karten mal umlegen. Da ist Premium. So, dann haben wir schon mal eine Premium-Karte sicher. Komm her. Scheiße. Das Krasse ist, die tun nicht viel. Eigentlich können sie auch, glaube ich, nur heilen. Die gelbe Variante davon ist ein bisschen nerviger. Die kann nämlich auch Blitz. So, was wollen wir auf 9? Auf 9. Ich will die 9, warte. Ach, shit. Ja, das ist nicht so doll. So, in dem Raum, also jetzt in dem Part will ich hier den Raum nochmal clearen. Dürfte ja nur noch der hier sein, glaube ich. So. Ich meine, den Charmeur-Effekt habe ich jetzt eigentlich nur drin, weil es ist praktisch. Und sowas entgeht mir dann schlicht und ergreifend nicht. Was sind hier so viele Fluggegner? So. Mir kommt das so vor, als wären hier so viele Fluggegner einfach. Ihr seid magieimmun. Ziemlich magieresistente Penner. Na komm schon, ich will nicht nachladen müssen. Ja, gute Ente. Friedlicher Schatzmüll, nehme ich an. Ah, na okay, eine 7. Das spart auch nochmal einiges ein. Eine 7 spart auch nochmal gut was ein. So, auf jeden Fall, das war's für heute von Let's Play Kingdom Hearts Retain of Memories. Bis zum nächsten Mal. See ya, Leute.